used to be. Schon im 11. Jahrhundert die wichtigste Hafen der Stadt, denn damals dürfte Gent ein Viertel aller Getreide transportiert über die Flüssen und Kanälen in Vlaanderen beantwoorden. Und die Sankt-Nikolaas-Kirche, die Kathedrale Sint-Baafs, op dit moment afscheid wordt genomen van onze minister van Staat. In de haven, een groot deel van de gebouwen zijn gildehuizen. En een gilde, dat was een verzameling van mensen die hetzelfde beroep uitoefenden. Elk beroep haar eigen gildehuis, elk beroep haar eigen kerk. En dat is meteen de verklaring waarom er in Gent zoveel kerken staan. Hè? In totaal 59 kerken en kapellen. Alle kerken, alle kapellen zijn nog actief. Hè? Op de een of andere manier. Dus net zoals de priesters in Vlaanderen, die zijn ook allemaal nog actief. Op een of andere manier. 15. Jahrhundert. Bis zum 19. Jahrhundert, das einige Ort in der Stadt, wo man Fleisch verkaufen durfte. Das war so aus hygienischen Gründen. Haben Sie es schon besucht? Ja. Das lohnt sich, hein? Ein Promotionscenter für Region. Und die Vikings haben die Zusammenfließung eine Gande genannt. Und von Gande kam Ganda. Portus Ganda. Anschließend Gent auf Flämisch. Also Gent bedeutet Zusammenfließung der Leie und Schelde. Thank you.